Willkommen bei Formel 1. So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen. Steuerung, Auto anpassen. Enter. Ja, das klappt, glaube ich, soweit. Bisschen leiser stellen wahrscheinlich eher. So ist vielleicht angenehmer. Musikwiederholung etwas leiser eventuell. Zurück. So, meine lieben Freunde, Spieloptionen F2. Also, warte mal, Spieloption F2. Nationalität wählen. Wir sind Deutsch. Deutscher. Mal speichern, neuen Spielstand erstellen. Bam. Überschreiben. Okay. Vielleicht müssen wir da nochmal Spieloptionen gehen. Ja, genau. Nochmal ganz kurz den Deutschen auswählen hier. So, da war er. Nein, da. Bam. Zurück. Karriere. Profi-Karriere. Karriere. Beweise, dass du bereit bist. Die ultimative Herausforderung. Kurzes Wochenende. Komplettes Wochenende. Benutzerdefiniertes Wochenende. Trainingssession lang 90, 90, 60. Art des Qualifyings, komplettes Qualifying. Renndistanz 100%. Hier ist nur so. Also ich nehme das auf jeden Fall. Einfach, mittel, schwer, extrem, kennt ultimativ, sehr einfach. Einfach. Ich glaube, einfach am Anfang erstmal. Aber da. Wer sind wir denn hier? Der schaut doch ganz super aus. Helm? Der sieht doch schnicke aus, ja? Der sieht gut aus. Farbe. Farbton. Achso, das verstellen wir da. Warte mal. Können wir den nicht irgendwie drehen? Detail 1 mit F5 und F6. Aha. Ah, so können wir es besser sehen. Okay, wir bleiben auf jeden Fall beim Hellgrün. So. Und dann bestätigen wir das. Nationalität, das haben wir ja schon bestätigt. War ja oben? Nee. Was sind wir denn? Da. Auswählen. Fahrernummer. Na, natürlich wisst ihr, was ich hier nehme. Ist die dabei? Noch gar nicht so weit runter geguckt. Die 73. Ja, da ist er. Name? Gebe deinen Vornamen ein. Cedric. Nachname. Elsius. Oh ne. Elsius. Namenskürzel. SEF. Annehmen. Bam.
Ganz kurz ist die Musik weg. Jetzt ist sie wieder da. Gut, welches Team? Renault, Zauber, Mania. Ich glaube, ich nehme die hier. Teamkollege Perez oder Hülkenberg. Nehmen wir Hülkenberg, Kerry starten, abbrechen. Bam. Errungenschaft freigeschalten, Herausforderer. Super. Laden abgeschlossen. Renndistanz 100%, komplettes Qualifying, Session starten. So, meine lieben Freunde, wir fahren jetzt komplettes Qualifying. Ich fahre mit Tastatur. Ich habe ein Lenkrad, aber das Lenkrad, das wird nicht benutzt. Wir fahren heute das Qualifying. Heute ist Samstag und morgen fahren wir das Hauptrennen. Ich bin Emma Jenkins, Spezialistin für Vertragsrecht. Und ich wurde gebeten, als deine Agentin zu arbeiten. Ich werde versuchen, dir die besten Deals beim Vorstand zu holen, weshalb du doch draußen auf der Strecke aber auch dein Bestes geben solltest. Sobald du irgendwie in Story-Mode erhältst, sowohl von neuen Teams als auch nur eine Änderung des bestehenden Angebots, bin ich die Ansprechpartnerin. Außerdem halte ich dich auf dem Laufenden bezüglich der Diskussionen hinter den Kulissen. Zum Beispiel, welche Dinge das Team von dir erwartet. Wenn ein Vertragsangebot reinkommt, präsentiere ich dir die verfügbaren Deals und du kannst entscheiden. Ich vermute, das ist okay für dich. Na gut, viel Glück in dieser Saison. Es ist so ein bisschen auf Englisch abgestimmt, das Spiel, ne? Das ist natürlich die deutsche Synchro zum Mund von ihr jetzt nicht so wirklich gut. Neuer Vertrag. Guten Tag, Cedric. Willkommen bei Sahara Force India F1 Team. Wir freuen uns, dich im Team begrüßen zu dürfen und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit in der nächsten Saison. Excuse me, I'm from East Deutschland. Du startest neben deinem Kollegen Nico Hülkenberg als zweiten Fahrer. Wir setzen eure Zusammenarbeit zur schnellen Weiterentwicklung des Autos und Teams voraus. Genug der Worte und ran an die Punkte. Mit freundlichen Grüßen die Teamleitung. Weiter mit Enter. Zum Laptop mit Enter. Laptop-Einführung. Mit diesem Laptop kannst du deine Karriere verwalten, wenn du nicht auf der Strecke bist. Nimm dir ruhig ein wenig Zeit und mach dich mit den Optionen und verfügbaren Informationen vertraut. Wenn du bereit bist, mach dich auf zur Teamgarage und beginne deine erste Trainingssession. Hier steht jetzt Session. Enter. Ah ja, hier kann ich jetzt gucken, ist der Nico Hülkenberg, wird dann neben mir erscheinen. Ich bin gerade hier, der mit der deutschen Flagge. Und wenn er jetzt unten rechts über gehe zu Training 1 bzw. Laptop schließen, ist doch dort oben so eine Skala von 1 bis 10. Ne? Da stehe ich gerade auf 5 und ich habe so Punkte, wo ich einstellen kann, also wo ich nicht einstellen kann, sondern meine Qualifikationen werden dadurch verbessert oder verschlechtert. Ne? Ich habe das schon mal getestet, alles Möglichen. Gut. Erstmal hier zur Nachrichtenübertragung. Das ist auf der linken Seite des Bildschirms gerade zu sehen. Ihr seht ganz oben, wir sind in Melbourne. Ganz oben links steht Melbourne im Albert Park. Melbourne, Australien also. Und dort steht Reifenupdate ausgewogen. Also erst Mittel oder Medium. Ich weiß gerade nicht, was das heißt. Das M. Das S ist auf jeden Fall Soft. Das SS ist super soft. Die Wettervorhersage sind gemischte Bedingungen auf der Strecke. Okay, also es könnte regnen. Und neuer Ort, willkommen auf den Albert Park Melbourne, der Heimat des großen Preises von Australien. Ich schließe jetzt mal den Laptop oder gehe einfach zum Training 1. Bitte warten.
Das schaut doch schon gut aus. Gleich mal was trinken hier. Das spricht erst mal. Wir wechseln gleich zum Training hier in Melbourne, was mit Sicherheit interessant wird. Es sollten jeden Moment Autos auf der Strecke auftauchen, denn es geht schon bald los. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen. Und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen? Und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen? Wetterbericht 24 Grad. Sonnig. Eine sehr gute Frage. Und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen hat. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Da sind wir jetzt auch schon hier. Und haben wir ein kleines Garagentutorial, wenn wir Enter drücken. Ich habe Enter gedrückt. In der gnadenlosen Welt der Formel 1 sind freie Trainings ein wesentlicher Teil jedes Rennwochenendes. Während deiner Formel 1 Karriere kannst du diese Trainings nutzen, um Trainingsprogramme abzuschließen, bei denen du die Strecke kennenlernen und Punkte verdienen kannst, die du dann für die Entwicklung deines Autos investierst. Cool. Hier spricht Jeff, ich bin ab jetzt dein Renningenieur. Jeff. Viel Arbeit bevor. Jeff, ich heiße Jeff. Ich weiß es einfach. So. Das Auto ist startbereit. Du kannst jederzeit auf die Strecke. So, geh zur Strecke mit Enter, oder? Session Info, Setup. Session Info. Genau, das haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben jetzt eine verbleibende Zeit. Und da oben steht's. Von 89 Minuten, 23, 22 Sekunden. Gehen wir wieder auf Escape. Und ich gehe mal zur Strecke. Rausfahren, natürlich. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Ja, das machen wir erstmal. Erstmal Einführungsrunde hier, ne? Gucken wir uns erstmal die Strecke an. Hoffentlich hat es jetzt meine Einstellung übernommen. Okay, meine Einstellung hat es übernommen. Das ist Lenken auf jeden Fall. Das ist Gas geben, okay. Was ist Bremsen? W ist schon mal DRS. W. Okay. Jetzt weiß ich, was Bremsen ist. So. Auf jeden Fall die Session neu starten, aber kann ich irgendwie die Einstellungen zur Strecke zurücksetzen. Tutorial, zurück in die Garage. F6. Steuerung anpassen. Steuerung. Tastatur. Nee, schon Enter. Wo soll ich drücken hier? Hallo. Hallo? Enter?
Was hier? F1? Ah, F1 war das. Beschleunigen mache ich mit der Taste bremsen, der Taste nach links, der Taste und nach rechts, der Taste hochschalten, runterschalten. Das brauchen wir nicht. Der ist aktivieren. Deaktivieren. DRS. Darum mache ich das mal auf R, weil das D ist ja schon. T ist hier, ne? Das mache ich mal auf F. Eins ist ganz gefährlich. Eins ist Aufnahme beenden Taste. Das muss ich dringend woanders drauflegen. Weil das 1 ist, 1, mach das einfach mal auf Q. Ich glaube, da ist nichts weiter. Push to Talk, mehr Spiel, nicht zugewiesene Taste. Machen wir das mal hier unten, ist dann mal das Y. Y, super. Achtung, ich bin nicht zugewiesen, möchtest du wirklich... Ja, weiter. Gut, hat er übernommen. Ein oder mehrere wichtige Steuerelemente sind nicht zugewiesen. Bitte berichtigen Sie dies. Okay. Hier mit F1. Hochschalten. Da haben wir wahrscheinlich jetzt eine Taste weggenommen. Hochschalten mache ich einfach mal F. Ach nee, F haben wir jetzt schon belegt, ne? Okay. Weiter. Jetzt geht's. Jetzt wieder, was ist das nächste? Session beenden? Auf jeden Fall nicht. Aber mir tut die Session neu stoppen. Ja. Und geht zur Strecke. Fliegende Runde. Und wir haben jetzt sofort ins Rennen geworfen und ich hoffe, jetzt übernimmt er dies. Jetzt übernimmt er dies. Und zwar jetzt. Da muss ich selber erstmal ein wenig klarkommen. Hui! Okay, der Frontflügel ist ziemlich beschädigt und es wird die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontflügel wird die Performance beeinflussen. Ja, das hat kurz geruckelt. Das hat kurz geruckelt. So. Werden wir ein paar Rundchen fahren. Das da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Langkurven vor allen Dingen. Oh, das ist Abkürzungsgefahr, ja. Ui. Gelbe Flagge, kein Überholen. Grüne Flagge. Also es zeigt mir an, dass ich Gas geben kann, aber ich kann trotzdem kein Gas geben. Und jetzt habe ich kurz auf unseren Schaden geguckt. Schnellste Runde, würde ich meinen. Ne? Falls noch eine Runde und dann gehen wir rüber zum Qualifying.
Ei. Eieiei. Jetzt habe ich einen platten Reifen. Dann machen wir das doch. Eieiei. Sind leicht nur Bots. Ich fahr gerade. Eieiei. Ich höre das ja auch, wie das so klappert hinten. Haha. Oh. So, jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal hier ins Qualifying rüberspringen. Wird mir jetzt so ein bisschen rausgezogen. Finde ich eigentlich richtig cool, diese Simulation. Haben sie richtig gut umgesetzt. So, jetzt kriege ich gerade ein Bildschirmchen hier. Super. Sessionverwaltung. Beende die Session. Session zwischen Speicherstand erstellen oder laden? Nee. Okay. Session Info F1. Trainingswahl. Übersicht. Zeiten. Session beenden? Nee. Zeit. Übersicht. Fliegende Runde. Rausfahren. F8. Zeit beschleunigen. Bringt uns eigentlich überhaupt nichts. F2 ist der Setup. F2 ist der Setup. Ah! Ha! Da haben wir es nämlich. So. F6. Okay. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Okay. Gucken wir noch mal rein. Da machen wir eine Special-Folge. Gibt es denn 3 Folgen? Trainingsrunde? Hui! Eine Trainingsrunde, dann das Qualifying am nächsten Tag und der dritte Tag ist dann das
schlussendlich. Dankeschön. Ist dann schlussendlich. Wehe. Entweder ist mein Speicher voll. Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte, ob. Alter Vater. Dein Frontflügel ist beschädigt. Er wird die Performance beeinflussen. Jetzt habe ich schon wieder einen Platten. Starten? Nein. F1. Oh, ah, jetzt. Schade, schade. Müssen wir uns so ein bisschen mit den Zeiten rumquälen. Wollte eigentlich noch mal eine gute Runde schaffen hier. Ich werde dann aber mal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen, wenn wir in der Werkstatt sind, und den Speicher abchecken, weil es hat mir schon einen roten Ordner angezeigt. Und es ruckelt mal ein bisschen und ich glaube, das liegt am Speicher des PCs. Wenn ich da jetzt hier drei Folgen aufnehme, über eine Stunde wahrscheinlich noch, das wird viel Speicher beeinflussen. Elfter bin ich zurzeit. Schnell, schnell, schnell. Steht sogar mein Name oben drin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, macht mal ein bisschen hin hier. Nee. Eieiei, das dauert immer so Ewigkeiten in der aktuellen Phase. Das klappt ja kaum. Lass mal was trinken, ja. Gibt immer die Zeit, was zu trinken. So. Wechseln wir schön die Reifen. Und jetzt kommt das Ding. Extremer Frontflügelschaden. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Dankeschön. Position 17. Nico im Moment auf P9. In der Nase.
Na, mal sehen. Die Kontrolle verlieren, mein Lieber. Auf einer Geraden muss ich mal hier ganz kurz raus aus dem Bildschirm. Zum Beispiel hier. Erstmal Escape drücken. Ich bin gleich wieder da mit der Aufnahme. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich drücke auf Escape. Und gucken wir mal, was passiert. Uiuiui. Super. Das stört mich noch ein bisschen, das Gelecke. So, haben wir noch mal ein bisschen besser die Strecke genommen. Nicht schon wieder. So ist es geschehen. Hier. Und hier Kontrolle verloren, kurz angeditscht und dann rüber und Kontrolle verloren. Ja. Na, machen wir gleich nochmal. F7. F1. Jetzt habe ich auch wieder auf den Typen gehört. Aber immer noch im grünen Bereich. Alles gut.
Eieiei. Wir sind hier diesmal gut rausgekommen. Bremsen! Hey! Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Es ist der Hinterreifen weg, weil mich der geschubst hat. F1. Oh nein, 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 nein. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Ja, ja. Schaffen wir schon. Gutes Überholmanöver. Schlecht gebremst und er ist vorbei. Bin aber ich schneller als du, Massa. Außer ich mach so einen dämlichen Fehler. Eieieiei. Ey, wo kommt der denn her? Alter! Gibt's denn das? Uiuiui, ich konnte es nicht kontrollieren. F7 ist zurückspulen. Ist alles in Ordnung? Schon wieder. Das war heftig. Sag uns bitte. Und F1. Guckt euch das an. Gibt's doch nicht. Alter, ich kann den nicht kontrollieren? Motor aus, Motor aus. Strafe aufgebrummt.
drehen. Die Rennleitung hat dich mit einer schwarzen Flagge bedacht. Ja. Schwarze Flagge für unsportliches Fahren. Juhu. Das Rennen ist für dich vorbei. Sehr gut. Was 22, meine lieben Freunde. Diese Trainingssessions sind für mich nichts. Ich finde das Qualifying sehr entscheidend und danach das Rennen. Weiter nichts. Genau, weiter mit Enter. So, Qualifying möchte ich jetzt bitte haben. Oh, oben rechts eine Rundenzahl stehen haben. Das bringt doch sonst nichts. Das bringt doch sonst nichts, meine Freunde. Immer so 90 Minuten vorher. Ja. Genau, weiter. Jetzt kommt die Schrossnelle da wieder. Hey. Oder der. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Chris und werde als dein Fahrzeugentwicklungschef mit dir arbeiten. Mein Job ist es, den Wagen mit Hilfe deines Feedbacks in den Bereichen zu verbessern. Ja, da haben wir jetzt erstmal das erste Wochenende. Der 17. und 18. September die Einführung nach Formel 1. Kontrollieren, wie sich das Auto am Limit verhält. Dadurch sammeln wir Daten, mit denen wir diverse Leistungsverbesserungen entwickeln können. Um zu wissen, welches Upgrade wichtig ist, wählst du für mich einen Entwicklungsbereich aus, auf den wir uns konzentrieren sollen. Das machst du auf deinem Laptop in der F&E-Sektion. Gut, das war's vorerst, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Okay? Bis bald. Super. Laptop. F&E-Funktion. Ach, hier sieht man die ganzen, auf der rechten Seite, die ganzen bunten Striche, sind verschiedene Teams. Okay, wenn ich bestimmte Punkte habe, die Ressourcenpunkte sehe ich oben rechts. 565 habe ich. Kann ich bestimmte Sachen machen. Treibstoffeffizienz, Kraftstoff. Einspritzsystem, Verbesserung ab Kraftstoff, Einspritzsystem erhöhen die Treibstoffeffizienz, okay. Kann ich mir alles leisten, also das dort oben. Gehe zu Training 2, F1. Nee, möchte ich nicht, nicht Training 2, Qualifying. Session Info, F1. Guck mal, schon wieder 90 Minuten dort oben. Kann ich das nicht irgendwie hier überspringen? Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Also, hast du das? Verfügbar. Strecken, Akklimatisierung, Reifenmanagement. Machen wir das doch mal am Anfang. Reifenakklimatisierung. Angepeilte Punkte.
Nein! Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ich habe gerade nicht auf meine Reifen geguckt. Soll ich eine Vollbremsung machen? Sehr gut. Im ersten Streckenabschnitt habe ich das nicht so verstanden. Alles gut. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ich tue mal nicht so viel Gas geben. Ah, da passiert nämlich das. Scheiße. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Ah, scheiße. Ich muss immer drei Stück halten, ne? Ach, darum sind die dann immer rot. Das schaffen wir beim nächsten Mal besser. Okay. Ach, scheiße. Scheiße. Ja. Wird doch schon besser. Scheiße. Vier Fehler. Hä? Fünf Fehler?
What the fuck? Jetzt habe ich einen Platten. Einmal. Aber es geht nicht nur einmal. Es geht nicht nur einmal. So, F6. Weiter zum Qualifying. Guck mal, was hier unten steht, meine lieben Freunde. Eieiei. Meine lieben Freunde, wir sehen uns nächste Folge im Qualifying. Ich werde es versuchen, es am Freitag die Testrunde hochzuladen, am Samstag das Qualifying und übermorgen, also morgen seht ihr das Qualifying, übermorgen seht ihr das Rennen hier in Melbourne, Australien. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Sehr sicher sogar. Ciao, ciao, meine lieben Freunde.